Auch im Schweizer Fußball ist Endspurt, obwohl GC ja bereits als Meister feststeht. Ja, und auch der FC Wallisell ist im Endspurt. Zwar hat er in den letzten Spielen etwas nachgelassen, doch was der Club im ersten Aufstiegsjahr in der zweiten Liga gezeigt hat, war wirklich super. Warum der Club so erfolgreich ist, Walter Wehrli ist dieser Sache nachgegangen. Für den Fußballclub Wallisellen ist das Jahr 1996 in mehrfacher Hinsicht bedeutungsvoll. Er feiert das Jubiläum von seinem 75-jährigen Bestehen. Seine erste Mannschaft ist auf die Saison 95-96 in die zweite Liga aufgestiegen und mischelt dort an der Spitze mit. Also ein Jubiläum verbunden mit sportlichem Erfolg. Das Jahr hat schon verheißungsvoll angefangen. Am 25. Januar ist dem FCW der Förderungspreis von der Gemeinde Wallisellen überreicht worden. Und zwar für seine vorbildliche Juniorenförderung. 151 Schüler und Lehrlinge nutzen im Moment ihre Freizeit mit Shooten im Sportzentrum. 151 in 11 Abteilungen und unter Aufsicht von 22 Funktionären. Wir haben im Sportzentrum aussen ein bisschen zugeschaut mit der Kamera, wie es an so einem Trainingstag zugeht. Aus dieser Juniorenbewegung aus vom FC Wallisellen kommt der Nachwuchs für die erste Mannschaft, die sich in dieser Saison so glänzend geschlagen hat. Er steht in der Gruppe 2 an zweiter Stelle zu Beginn der Rückrunde und wir hoffen, dass er das Pensum noch durchhebt. Ich habe bei uns den Präsidenten vom FC Wallisellen, den Roland Epprecht. Haben Sie das erwartet, dass das Fagnon-Team schon zu Beginn der Saison gerade so dick in die zweite Liga einsteigen kann? Erwartet sicher nicht. Wir haben aufgrund der Leistung der letzten Saison sicher damit rechnen, dass wir nicht werden gross abfallen in dieser Gruppe oder in der zweiten Liga. Aber man hat sicher nicht davon ausgehen können, dass wir gerade vorne mitmischeln. Das Saisonziel ist ganz klar der Nicht-Abstieg. Und da hat sicher der Trainer hat doch da einen wesentlichen Einfluss gehabt auf das Resultat. Das darf man wahrscheinlich kaum leugnen. Kann man sicher sagen. Ich meine, Andi Berger hat in den 4 Jahren, wo er da war, oder jetzt noch da ist, gute Arbeit geleistet. Das kommt nicht nur von ihm selbst an die Mannschaft. Vorletzte Saison schon gut platziert war und die Saison eigentlich dominiert hat in der dritten Liga. Und das ist sicher sein grosser Verdienst, den er da geleistet hat, auch mit seinem Co-Trainer, mit dem Guido Wiger zusammen. Es ist eigentlich ein bisschen diskrepant, dass eine Mannschaft, die so gut ist, und dann geht der Trainer. Das ist glaube ich, das Ereignis, das in den letzten Wochen ziemlich viel zu reden gegeben hat. Wir haben bei uns den Andi Berger. Welches sind die Gründe, die Sie veranlasst haben, jetzt wegzugehen? Ich glaube, als ich vor 4 Jahren den FC Wallisellen in der Drittliga übernommen habe, ist der FC Wallisellen am Schwanz der Drittliga. Und von jedem Trainer ist das Ziel, dass er einen sportlichen Grundstein legen kann für weitere Jahre. Wir haben nach 2-3 Saisons den Aufstieg schaffen. Das Ziel war ganz klar, in dieser Saison den Ligaerhalt zu schaffen. Und ich glaube, mein sportliches Ziel ist beim FC Wallisellen abgeschlossen. Ich mache Platz für einen neuen Trainer, der vielleicht neue Ideen hineinbringt. Wenn man sieht, die Mannschaft, wie sie heute besteht, wir sind zu 85-90% Walliseller. Ja. Wir haben keinen Fremde, das sind 3 Spieler, die wir nur fremd haben. Und das zeigt doch, dass wir hier das Potenzial haben. Aber das Potenzial habe ich ausgeschöpft. Jetzt mache ich Platz. Gut, das ist eine Zäsur, die wir haben in dieser Entwicklung. Herr Clubpräsident, ist bereits der Nachfolger von Andi Berger bekannt?
Der Nachfolger von Andy Berger ist bekannt seit guter Woche. Es wird Kurt Stoller sein, der momentan noch beim Erstligisten FC Dübendorf als Co-Trainer wirkt. Er ist Fußballer ist eigentlich in der Gegend relativ bekannt. Er hat mit Kemptal den Aufstieg geschafft vor einigen Jahren in die zweite Liga und hat die auch eigentlich aus dem Keller von der dritten Liga aufgeholt. Und wir hoffen doch, oder wir sind überzeugt, dass wir mit dem Kurt Stoller den richtigen Mann gefunden haben. Am letzten Wochenende im September hat der FC Wallisell im Glattzentrum sein 75-jährigen Bestehen mit einer grossen Gala-Veranstaltung gefeiert. Der Peter Burkhardt war mit dem Televista-Team dabei. Jetzt geht's los! Richtig losgegangen ist es am Samstagabend mit dem bekannten Alpenland-Quintett, wo einmal mehr alle Register von seinem vielseitigen Repertoire gezogen hat. Die Stimmung war ganz toll. Hat bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Aber bereits am Sonntagmorgen um 10 Uhr ist man schon wieder zusammengekommen. Junioren, Aktive und Senioren haben sich mit Freunden und Bekannten, mit Prominenten von Wallisellen, aber auch mit Gästen aus dem Wallis und sogar aus Deutschland zu einem Brunch getroffen. Man hat die Gelegenheit benutzt, um miteinander zu diskutieren und alte Erinnerungen aufzufrischen. Auch der Gemeindepräsident von Wallisellen, der Otto Halter, war dabei und hat gesagt: Im Namen des Gemeinderats, aber ich glaube auch, dürfen sagen, im Namen der ganzen Bevölkerung von Wallisellen, möchte ich Ihnen ganz herzlich gratulieren zu Ihrem 75. Geburtstag. Ich wünsche dem FC Wallisellen, dass er nach dem Jubiläumsjahr, nach diesen Festivitäten, wenn es wieder ins Normalleben zurückgeht, dass sie weiterhin erfolgreich sind und dass sie Freude haben an eurem Sport. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wo ihr weitergeben könnt. In dem Sinn, dem FC alle. Und die siebte Gruppe ist Kelly Family mit Baby Smile. Gegen den Abend ist dann das gelungene Fest, wo allen, die dabei waren, sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird, zu Ende gegangen. Der Fußballclub Wallisellen gehört ja nicht gerade zu den Spitzenmannschaften der Schweiz. Er hat aber etwas, um das sind viele Top-Teams beneidet. Ein ehemaliges FCW-Mitglied ist nämlich einer der prominentesten Schweizer. Nach einem Freundschaftsspiel an einer Party ist er dann zum Ehrenmitglied ernannt worden.
Es waren vorwiegend ältere Herren, die sich am 25. Mai vom Spöde zu einem Plauschmatch mit ihrem berühmten Ehrenmitglied und Nobelpreisträger Kurt Wüthrich getroffen haben. Leider hatte es wegen schlechtem Wetter nur wenig Zuschauer gehabt. Geleitet hat das Spiel ein anderer prominenter Walliser, nämlich der Nationalliga-A-Schiedsrichter, der René Rogalla. Der Kurt Wüthrich hat eine sehr strenge Zeit hinter sich, aber er hat sich nicht lassen, nach all den Ehrungen und Empfängen, die er als Nobelpreisträger dazu ist eingeladen wurde, wieder einmal mit seinen alten Fußballkameraden zu spielen. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper war immer sein Motto. Und so hat er zum Ausgleich zu seiner Tätigkeit als Professor für Biophysik und Chemie während 20 Jahren beim Fußballclub Wallisellen gespielt. Der Kurt Wüthrich hat sich an diesem Plauschmatch noch mal voll ins Zeug gelegt. In der ersten Halbzeit hat er als Nummer 10 bei Blau gespielt. Und in der zweiten Hälfte hat er das gelbe Trikot Nummer 5 getragen. Goal hat er zwar keins erzielt, aber ein paar gute Pässe hat er gegeben. Die Hauptsache war nicht das Resultat. Gelb hat übrigens mit 6-4 gewonnen. Sondern, dass man einfach miteinander hätte Applaus gehabt. Nach dem Spiel haben sich die Fußballkameraden und ein paar Freunde mit dem Kurt Wüthrich im Restaurant Spöde getroffen, um mit ihm noch etwas zu feiern und ihn noch ganz besonders zu ehren. Neben dem Spiel von heute Abend will ich eigentlich die Gelegenheit wahrnehmen und den Kurt Wüthrich zum Ehrenmitglied vom FC Wallisellen ganz offiziell ernennen. Wir im Fußballclub Wallisellen sind extrem stolz, so eine Persönlichkeit bei uns als Mitglied zu haben. Und jemand, der auch dazu steht, dass er im FC Wallisellen ist, ist für mich nicht ganz selbstverständlich. Kurt, wir haben riesig Freude und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich und vielen herzlichen Dank. Ich habe mir erlaubt, auf ein Wappenscheiben und so ähnliches zu verzichten, sondern mal etwas Modernes, etwas Neues zu machen. Es steht überall, es liegt auch unter dem Bett, ich weiss es. Also, man kann es überall herstellen. Ja. Kurt, danke vielmals und herzliche Gratulation. Das ist keine Überraschung, aber ich möchte Kurt an den heutigen Tag den Wimpel überreichen. Es haben jetzt wirklich alle unterschrieben, die da drin sind. Ich hoffe, er findet ein Plätzchen bei dir. Und dass er dich an den heutigen Tag erinnern soll. In dem Sinn, von unserer Seite aus ganz herzlichen Dank. Bleib so, wie du bist. Und ich hoffe, dass du wirklich den Weg findest zwischen Amerika und Wallisellen und wir dich noch manchmal hier oben begrüßen. Danke vielmals. Vielen Dank, Jörg, und vielen Dank euch allen. Es ist natürlich ein wirklich schönes Erlebnis, dass ihr heute alle seid hierher gekommen und dass wir auch wieder einmal shooten können. Es ist für mich natürlich über alle die Jahre, wo ich mitgemacht habe, wirklich ein wichtiger Ausgleich gewesen, hier zu shooten. Nicht? Oder es ist ja etwas anderes, ob man einfach ein paar Runden drehen auf der Taschenbahn oder ob man wirklich 70 oder 80 Minuten ein Shooting-Match durchspielt. Das merkt man am nächsten Tag. Es ist etwas anderes. Nicht? Und ich habe das gemacht, bis ich 51 war, regelmässig. Und dann musste ich aufhören wegen so einem blöden Unfall. Oder? Ich habe mal ein Goalie gespielt. Ein paar von euch mögen sich vielleicht erinnern. Aber für mich war das wirklich ein wichtiges Element. Schön, ich glaube, das war lang genug. Oder als wir reden. Sogar für den Berner. Oder? Ja, es ging Mühe, oder? Wenn wir in Bern ja Tendenz haben, ein bisschen langsamer zu reden, als wir denken. Das ist bei den Zürchern ganz umgekehrt. Werden wir gehen spät fertig, oder? Ich bin bekannt dafür, dass ich nie fertig werde in der Zeit, die wir mir zuteilen für den Vortrag. Also ich möchte noch einmal allen danken. Und vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, dass wir das irgendwann wiederholen. Das wäre ja ganz dick, nicht? Am Schülerturnier vom FC Wallisellen, das am Samstag, am 29. Juni im Spöde stattgefunden hat, ist ein neuer Rekord verzeichnet worden. Sage und schreibe 66 Mannschaften haben ums runde Leder gekämpft
und das ein oder andere Team konnte sogar einen Pokal mit heine. Der Michi Weiss hat sich den Anlass natürlich nicht entgehen lassen. Auch dieses Jahr war es am 29. Juni wieder so weit gewesen. Und der Fußballclub Walliselen hat im Sportzentrum das Schülerturnier veranstaltet. Es hat wie immer Schülerinnen und Schüler aus allen Altersklassen gehabt. Von Fußballprofis bis Urwaldmenschen sind alle anwesend gewesen. Den ganzen Morgen lang haben alle fleissig gespielt mit wenig Erholung. Beim Mittag haben sich alle Schüler gut ausgeruht und sich heisshungrig auf den Mittag gestürzt. Bei so vielen Leuten hat es auch die Küche streng gehabt. Nach dem Mittag haben sich die Besseren vom Morgen wieder an die Arbeit gemacht und sind verbissen immer näher ans Finale angekommen. So sind spannende und hartnäckige Duelle entstanden, die die Fans gefordert haben. Auch der Petrus hat es gut gemeint und die Küche hat ihre Wasservorräte wieder aufstocken müssen. Auch die Helfer waren fleissig am Arbeiten. Die Finale sind langsam am Ende zugegangen. Wer gönnt euch? Wir sind bei dir! Weiter nach!